Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Eckert, ich finde, dass die Grünen hier wie immer in konstruktiver Weise Anträge vorgelegt haben, wie es auch ansonsten die Oppositionsfraktionen immer machen, weil wir hier nämlich gemeinsam an unserem großen Projekt frühkindliche Förderung und Entwicklung arbeiten. Wir machen immer konstruktive Anträge und wir werden die auf jeden Fall ausgiebig im Ausschuss behandeln. Hier werden diesmal drei sehr drängende Fragen im Bereich der Kindestagesbetreuung aufgegriffen. Und das ist auch wichtig und richtig so, denn im Land Berlin wird so viel Geld in die Kindertagesbetreuung pro Kind investiert wie in keinem anderen Bundesland. Das sind 4.645 Euro. Der Bundesschnitt liegt hier bei 3.500 Euro. Und ich finde, da ist es auch gut und richtig, dass wir alle ganz genau dahin gucken. Es ist gut angelegtes Geld und über die Notwendigkeit einer gut ausgestatteten frühkindlichen Bildung und Förderung besteht hier im Lande Konsens. Auch die Inanspruchnahme der Betreuungsangebote ist im Bundesschnitt die höchste und sie steigt. Es dürfte ja niemandem entgangen sein, welche gewaltigen Anstrengungen beim Kita-Platzausbau gerade laufen, um dem wachsenden Bedarf hinterherzukommen. Es wachsen aber auch die Anforderungen an die Qualität. Gerade ist das neue, überarbeitete Berliner Bildungsprogramm für die Kindertagesbetreuung vorgelegt worden. Der bildungspolitische und gesellschaftliche Anspruch an die Arbeit in der Kita ist sehr hoch. Auf diesem Hintergrund ist es auch für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Qualität der Ausbildung im Erzieherinnenberuf so wenig interessiert, warum insgesamt die Fachkräfteentwicklung so wenig interessiert. Und das angesichts des akuten Mangels an geeigneten Fachkräften. Und gerade um die Eignung geht es, auf die fachliche und auch auf die persönliche. Es darf nicht sein, dass aufgrund der Personalmangelsituation bei der Erzieherinnenausbildung auf Masse gesetzt wird. Im Ergebnis kommen dann einerseits die Auszubildenden mit den Herausforderungen in der Praxis nicht klar und andererseits müssen die Kitas als Ausbildungsbetriebe die Mängel des Berufsschulunterrichts in Methodik und Didaktik ausgleichen und genau das ist auch uns berichtet worden. Kita-Leiterinnen haben mir die Situation mit den Auszubildenden als ihr größtes Problem geschildert. Sie beklagen die schlechte Kooperation mit den Berufsschulen, den teilweise sehr schlechten Wissensstand bei den Auszubildenden und auch bei den Lehrkräften, die sich mitunter über Wikipedia weiterbilden, wie sie selbst berichten. Es gebe hohe Fehlzeiten in den Praxisanteilen, jeder würde durchgeschleppt, heißt es. Und ein Kita-Fachberater sagte es ganz deutlich, die schlechte Vorbereitung der Azubis hängt allen zum Hals heraus. Es gibt hier tatsächlich Handlungsbedarf. Die Praktikerinnen fordern deshalb mehr Plätze an staatlichen Erzieherschulen, die Qualität etlicher privater Institute, die dann auch noch Schulgeld verlangen, wird sehr bemängelt. Sie fordern eine grundlegende Reform der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Wer in 3 Jahren Ausbildung die Altersspanne 0 bis 25 mit ein paar Modulen zu frühkindlichen Spezifika abhandelt und sich besser in Arbeitsrecht als in Entwicklungspsychologie auskennt, ist für den Beruf nicht ausreichend gewappnet. Dazu, und das ist sogar zeitnah und auf Landesebene zu lösen, brauchen die Praxisanleiterinnen in den Kitas sofort mehr Zeit. Sie machen die Anleitung zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit, bekommen aber keine zusätzlichen Stunden. Sie befinden sich in einem permanenten Überlastungsmodus. Wie lange kann das noch so weitergehen? 4 Stunden zusätzlich pro Woche schlägt die Gewerkschaft vor, hier ist schnell zu handeln. Außerdem, und das ist auch richtig, fordern die Praktikerinnen dringend einen strukturierten Dialog zwischen den Akteuren der theoretischen und der praktischen Ausbildung. Hierzu macht der Antrag den richtigen Vorschlag, deshalb unterstützen wir ihn auch. Und natürlich, um zum nächsten Antrag zu kommen, brauchen wir auch ein Konzept darüber, wie eine bedarfsgerechte Kita-Versorgung für alle Flüchtlingskinder aussehen soll. Die Berliner Konzeptionslosigkeit in der Flüchtlingspolitik ist insgesamt überaus bedrohlich. Der Rechtsanspruch von Flüchtlingskindern auf zügige Integration in unsere Regelangebote wird schon jetzt nur unzureichend und mit inakzeptabler zeitlicher Verzögerung erfüllt. Der Bildungssenat ist diesbezüglich im Wort, dass alle Anstrengungen für eine Verbesserung der Situation unternommen werden und dass es auch zukünftig nicht zu isolierter Kinderbetreuung und Beschulung in den Sammelunterkünften kommen wird. Frau Radziwill hat es heute noch mal bestätigt. Wir haben es auch im Ausschuss gehört und wir werden Sie da auch auf jeden Fall unterstützen, wo wir können als Opposition. Ja? Der dritte Antrag hat die Stagnation in der Liegenschaftspolitik zum Thema. Er will bessere Regelungen für Kita-Träger, um landeseigene Liegenschaften nutzen zu können. Hier gibt es ganz lange Wartezeiten. Der Platzausbau stagniert an manchen Stellen gerade deshalb. Das ist nicht unbedingt in der Ägide der Bildungsverwaltung zu suchen. Da haben auch die Bezirke noch mitzureden.
Warum der Antrag nur für freie Träger diese Besserungen will und auch nicht für die kommunalen Eigenbetriebe, müssen Sie mir noch mal erklären. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber unabhängig davon muss das Land Berlin hier dringend tätig werden. Berlins Kita-Träger haben am Platzausbau einen erheblichen Anteil. Allein im Planjahr 2013 haben freie Träger fast 30 Millionen Euro an Eigenmitteln aufgebracht. Ich finde, das ist schon erstaunlich. Es kann nicht sein, dass angesichts des riesigen Bedarfs dass motivierte und erfahrene Kita-Träger, die bereit sind zu investieren und dafür Hypotheken und Kredite aufzunehmen, keine Kita-Plätze schaffen können, weil sie in teils jahrelangen Verwaltungs- und Rechtsprozeduren drangsaliert werden. Hier muss etwas passieren. Welche Lösungen hier die besten sind, werden wir dann im Ausschuss diskutieren. Danke.